يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بكشفست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In den vorherigen Teilen haben wir gesehen, wie Aisha radiAllahu anha über den Propheten berichtete und wie der Zustand war in Bezug auf die Nahrungsmittel. Dann hatten wir über die Gefährten geredet, über eine große Anzahl von Gefährten wie Abu Hurayra, wie Anas, wie Ibn Abbas, wie Saad Ibn Abi Waqqas und andere, die den Zustand des Propheten sallAllahu alaihi beschrieben haben. Und heute kommen wir mal dazu. Wie der Prophet sallallahu wa sallam, das alles sah. Und deswegen lautet der Titel auch hier: Das Motto des Propheten sallallahu wa sallam, in Bezug auf Nahrungsmittel. Also, wie, wie stammt er überhaupt dazu, zu Nahrungsmittel, zu essen, zu trinken? So heißt es im Hadith von Abu Huraira. رضي الله عنه قال er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإنسان صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتى متفق عليه. In Bukhari and Muslim heist es, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم بدكي بيت sprach und sagte o oh Allah, gib der Familie محمد so viel Nahrung, wie gerade nötig ist, um den Körper zu erhalten. Also er wollte gar nicht dieses üppige Und viele und, 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 und die ganzen Kammern vollgestopft und aufgespart und Kühlschrank und Tiefkühl alles voll. Nein, er sagt, o oh Allah, gib der Familie Mohammed so viel Nahrung, wie gerade nötig ist, um den Körper zu erhalten. Also wirklich minimal das, was man braucht. Und da, da, da drin steckt auch die Glückseligkeit der Seele. Und das werden wir auch gleich sehen in einer anderen Überlieferung, in der es heißt, Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu quta qutu yawmi, fa ma hizat lahu d-dunya, bi hadha fi liha ra'ahu wa qala hadithun hasan. Talmidi überliefert in seinem Jami mit einem gesunden Hadith, in dem er sagt, der gesamte Allah, wer von euch seinen Tag in Sicherheit unter seinen Leuten in guter gesundheitlicher Verfassung anfängt. Das heißt, du bist sicher, es gibt keinen Kriegszustand, du musst dich Angst um dein Leben haben, es geht dir gut. Hier kommt der knackende Punkt. Und den Nahrungsvorrat für den Tag besitzt. Du weißt, was du heute zu, zu morgens, mittags und abends hast. Hier ist wieder dieser Minimalismus. Du hast deinen Proviant für den kompletten Tag. Für den ist es so, als ob ihm die diesseitige Welt mit allem, was darin ist, gegeben worden wäre. Denn mehr als das, mehr als das braucht er, der Mensch nicht. Du brauchst Sicherheit, du brauchst dein Essen und Trinken für den Tag, mehr brauchst du nicht und deine Gesundheit. Und genau das sagt dieser, dieser Hadith hier aus. Und so war auch das Denken bzw. das Motto des Propheten sallallahu alaihi In einer anderen Überlieferung heißt es, in Sahih Muslim, dass der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Er sagt: Für war erfolgreich ist wer den Islam angenommen hat, dessen Versorgung ausreichend ist, also Nahrungsmittel, und den Allah mit dem zufrieden sein lässt, was er ihm gegeben hat. Hier auch wieder, man hört zwischen den Zeilen diesen. Dieses, diesen Minimalismus oder dass man das gerade äh, um das gerade fragen soll, was man für den Moment für den Moment braucht. Indem er sagt, Wa dessen Versorgung ausreichend ist, ausreichend für den Tag, wie wir vorher in der Überlieferung hatten. In einer weiteren Überlieferung sagte er, Tuba vorher sagte er, erfolgreich Erfolgreich ist schon derjenige geworden. Hier sagt er tuba liman Islam, Glückseligkeit demjenigen, der zum Islam geleitet wurde. Und hieß natürlich auch die Vorzüglichkeit der Konvertierung zum Islam, dass der Prophet wa sallam, sagt, einmal Qad aflah. er hat schon den Erfolg erreicht. Und einmal sagt er, Tuba, Glückseligkeit soll er durchleben, der zum Islam geleitet worden ist. Wa und der zum Leben genug hat und damit zufrieden ist. Subhanallah. Und in einer vorletzten Überlieferung, nee, eine letzte Überlieferung heißt es, der bekannte Hadith, den jeder von uns kennt, Das heißt, dem Sohn Adams oder dem Adamskind genügen einige Bissen, um es bei Kräften zu erhalten. Also auch hier wieder dieser Minimalismus, dass man gar nicht großartige Nahrung und Getränke und sowas braucht. Das äh, Natürlich sieht das anders aus, wenn man Sport betreibt oder und so weiter. Aber an sich der Mensch, wie der Prophet hier sagt, einige Bissen. Und dann geht der Hadith weiter und dann sagt er, wenn es unbedingt sein muss, dann ein Drittel für Speise, ein Drittel für Getränke und ein Drittel für, für Sauerstoff. Also kann man sagen, diese Hadithe ähm. Äh, spiegeln oder charakterisieren den Motto oder das Motto des Propheten Sallallahu Alaihi aus äh, oder, oder geben wieder, wie er dazu stand, zu dieser Nahrung und zu diesen Lebensmitteln, dass er immer gerade das braucht oder das möchte, was man gerade braucht, ohne sich verrückt zu machen mit tausenden verschiedenen Lebensmitteln und was esse ich morgen und heute und, und die ganzen Details äh, und die Konsum, Konsumgesellschaft, sage ich mal, die heute einen teilweise in den Wahnsinn treibt mit so vielen Lebensmitteln, die es gibt, und man teilweise stundenlang im Supermarkt äh, verbringt, weil man noch dieses haben will und dieses haben will und dieses haben will. Dabei ist es ganz einfach, wie der Prophet wa sallam, hier uns in einer Reihe von Hadithen erklärt: dem Adamskind genügen einige Bissen, um es bei Kräften zu erhalten. والحمد لله رب العالمين